So, guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft. So, ihr wundert euch, wieso, dass ich in der Wüste stehe, aber mir ist gerade mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Währenddessen, dass ich hier versuche, eine Höhlentour zu machen und auf der Suche nach einer Höhle war, schmiert mir Minecraft ab, zugleich mein Aufnahmeprogramm. Und was passiert? Die Datei ist kaputt. Die ist im Arsch. Das ist natürlich super. Es freut mich. Es ist einfach mal der 20 Minuten Videomaterial kaputt. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann man auch ein bisschen vergraften. So ein bisschen. Und wir begeben uns halt einfach auf Höhlentour, weil ihr es so wolltet. Also ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, ja, Höhlentour, das wäre wieder super. Natürlich, ich mache mir auf die Suche nach einer Höhle und ja, nach einer großen Höhle. Kleinere Höhlen haben wir ja schon gefunden. Ein paar Gegner haben wir auch schon auf den Sack gegeben. So zwischendurch. Und jetzt hoffe ich, dass alles durchläuft. Dass wir da einfach mal schön weiterspielen können und da einfach mal weitermachen können. Naja, ich hilft nicht, dann stürzt mich halt mal alles ab. Kann auch mal vorkommen. Also ich gehe vielleicht 20 Minuten ab. Also mehr nicht, das ist zumindest schön. Und ja, wo gondel ich eigentlich gerade rum? Ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung unterwegs. Nee, doch nicht. Ich bin schon irgendwie richtig unterwegs. Hier fliegt zwar noch ein Baum rum, aber ich bin richtig unterwegs. Jo, ein Portdämon, die habe ich zwar vorhin schon angesprochen, aber ich kann ich ja nochmal, weil, ja, mir die Aufnahme abgeschmiert ist. So, gestern, also bei mir gestern, bei euch vorgestern oder so, gab es einen Amoklauf in Aschaffenburg. Ich glaube schon, dass Aschaffenburg war, irgendwo in Franken. Ja, der Typ hat einfach mal während der Fahrt zwei Leute erschossen. Eine 82-Jährige und ein 72-Jähriger wurden erschossen. Einfach drive-by-mäßig. Ja, das ist natürlich dann schon mal ein Hammer. So einfach mal aus heiterem Himmel erschossen zu werden. Das finde ich dann schon ein bisschen dreist. Also momentan sieht es so aus, als wäre der gute Herr ein bisschen psychisch nicht auf der Höhe gewesen. Dass der ein bisschen mit der Psyche zu tun gehabt hat und dem das eigentlich nicht gut tat. Ja, und er durfte die Waffe besitzen. Er war Sportschütze. Er durfte sie nur nicht mit sich führen. Aber um ehrlich zu sein, wenn man einen Drang hat, Leute zu töten, dann ist das dann das kleinere Hindernis. Aber vielleicht so einen Psychologietest mal einführen für die, die Waffen tragen dürfen oder so, alle 2 Jahre oder so. Aber so ein psychischer Schaden kann natürlich auch ein bisschen eher kommen. Aber nichtsdestotrotz, man ist noch nicht sicher, ob das überhaupt ein psychischer Schaden ist oder nicht oder doch oder schon. Ah, hallo Skelett. So. Aber was ich cool finde, die Leute haben mal wieder Zivilcourage bewiesen, als den Täter hier einfach mal entwaffnet haben. Also er ist ja drive-by-mäßig rumgefahren und hat sich dann gedacht, scheiße, ich brauche mal Sprit, ist an eine Tankstelle gefahren, hat sich gedacht, ach komm, die raube ich auch noch aus. Legt dann die Waffe kurz auf den Tresen, die Kassiererin geistesgegenwärtig, schnappt sich die Waffe, tut sie weg und schreit einmal laut, die Waffe ist weg. Natürlich die anderen Leute, die dann in der Tankstelle waren, einfach weil sie dort waren, sind dann hergegangen und haben den Mann überwältigt. Also Zivilcourage for the win, würde ich mal sagen. Ja, wurde dann geschnappt und alles. Also haben sie ergreifen können, die guten Leute. Und die Polizei hat ihn dann mitgenommen. Und da kam halt dann irgendwie raus, dass er nicht ganz psychisch auf der Höhe war. Ja, ist halt einfach mal so. Und da bin ich gespannt, was da noch rauskommt die nächsten Tage. Ob das hier wirklich psychisch was zu tun hat oder nicht. Oh, komm, ey! Wieso zerreißt es mir heute jeden Creeper? Wieso zerreißt es mir heute jeden? Alter, wie viel Kohle ist hier? Hallo, kriege ich auch mal einen Stein ohne Dingenskirchen. Ohne Kohle drunter. Ja, nehmen wir natürlich auch mit.
Ist natürlich eine Tragödie ohne Ende, weil, um ehrlich zu sein, so aus dem Leben gerissen zu werden, nur weil jemand einfach mal Todeslust oder Tötungslust verspürt, ist auch immer ein bisschen, ja, scheiße. Scheiße kann man einfach nur sagen dazu. So, ich muss mal die eine Spitzhacke hier kaputt machen. Nicht nur die eine, die andere auch. So, hier machen wir mal zu, dass wir noch drüber gehen können. Da hinten ist ein Zombie. Aber so will man auch nicht wirklich aus dem Leben gerissen werden, um ehrlich zu sein. Da kann ich mir schönere Todesarten vorstellen, als einfach drive-by-mäßig erschossen zu werden, ohne Grund, ohne alles. Also, um ehrlich zu sein, so ein Ehemann, der seine Frau mitbekommen hat, dass er sie betrügt oder dass die Ehefrau ihm bitte. Ja, Mini-Zombie! Geh weg! So ein Ehemann, der. Ein Mann bekommt mit, dass seine Ehefrau ihn betrügt. Das versteht man dann noch irgendwo. Wieso, dass der dann ausrastet und dann, ja, die Frau und den Liebhaber vielleicht erschießt. Also, das versteht man ja dann noch. Aber aus heiterem Himmel. Einfach so, weil man irgendwie Lust dazu verspürt oder irgendwie. Ja, geistig verwirrt ist natürlich gut. Er kann ja nichts dafür, dass er geistig vielleicht verwirrt ist. Also, in Gottes Namen, da kann man selten was für, aber trotzdem, so aus dem Leben gerissen zu werden, will man dann auch nicht. Gut, 82 und ist schon ein Alter, wo man sagt, ja, man hat eigentlich viel erlebt, aber trotzdem. Das muss dann nicht sein. Das muss nicht sein. Man will dann wirklich alt sterben. Gut, alt ist sie ja gestorben, die Frau. Aber wie soll ich sagen? Man will nicht so aus dem Leben gerissen werden, wenn man vielleicht noch, was weiß ich, 10 Jahre zu leben hätte. Also, es könnte ja noch. Und so. Das ist halt. Oh, das. Ekelhafte, so Skelett, voll drauf. So. Einfach mal dünn, die Leute. Oh, ist eine größere Höhle. Ja, gut, dann sind halt die schlechteren Höhlen weggekattet. Finde ich super. Das finde ich super, dass die schlechteren einfach mal weggekartet sind. Und wir können uns die Rohstoffe hier einfach mal einheimsen. Und die Levels. Ja, so wird das schön langsam mal mehr, ne? So, natürlich so nach und nach. Oh no, oh no, ne Bitch. Oh, komm, ey, wirklich? Dann wirft mich die blöde Bitch mit einem Trank an. Alter, das überlebe ich nicht. Stirb. Boah. Boah, hör auf, hör auf. Hör auf, scheiß Tränke. 13 Sekunden noch, die Vergiftung. Nein, das überlebe ich nicht. Hör auf, bitte. Nein! Ich will nicht sterben, nicht so jung. So, hört die Vergiftung bald mal auf. Ich muss natürlich auch immer exorbitant rumgucken. Nicht, dass mich jetzt irgendwas anderes hittet. Also, das ist natürlich krass. Steht da auf einmal so eine Witch rum? Steht da einfach mal eine Witch rum? Oder eine Bitch rum? Alter. Das ist natürlich. Wow. So, kann ich mal das Farmen wieder anfangen? Alter, das war knapp. Leck mich am Hintern. Das war mal wieder interessant. Also, boah. Ja, deswegen mag ich auch eine Höhlentour. Zwischendurch mal, ich wollte nur eine setzen. Zwischendurch einfach mal wieder den Adrenalinstoß verspüren eines, ja, fast Nahtod, einer Nahtoderfahrung. Das ist immer schön. Das ist immer schön. Vor allem, wenn man schon wieder so viel Level hat. So, hier nochmal ausleuchten. Hier das Eisen mitnehmen. Nicht, dass hier gleich nochmal eine Witch kommt. Ich hätte eigentlich gleich voll drauf gehen müssen. Gut, aber dann hätte sie mich mit dem Trank noch eher erwischt, die Scheiß-Bitch. So, ich muss mal gucken, was ich wegwerfen kann. Den hier. Die Pfeile behalte ich mal. Den Bogen brauche ich nicht. Das kann weg. Das kann weg. Schwarzpulver kann weg. Glowstone-Staub, Zucker. Zucker kann weg.
Glowstone und Staub lasse ich lieber mal. Ist jetzt nicht unbedingt so verkehrt. Anesit, Dorit, alles weg. Granit, die scheiß Erde kann weg. Ich will ja hier ein bisschen länger in der Höhle bleiben. Deswegen, wenn mir hier mein Inventar voll gespammt ist mit Müll, dann komme ich da nicht weit. Vor allem, was tue ich mit dem Scheiß? Das braucht ja kein Mensch. Oder ich brauche es zumindest nicht. Deswegen werfe ich es mal lieber weg. So, wo gehe ich entlang? Gehe ich hier runter oder gehe ich hier runter? Ich glaube, ich gehe erstmal hier runter. In diesen kleinen, aber feinen Gang. Da unten ist Wasser, aber da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Muss nicht sein. So, und jetzt holen wir uns so nach und nach wieder das ganze Zeug hier aus dem Boden. So, hier ist noch ein bisschen Eisen. Hier ist noch eine andere Höhle. Ist ja schön. Ja, gut, den habe ich nicht erwischt. Ein bisschen Kobbel brauchen wir ja doch für den Anfang. Wenn wir zumindest noch ein bisschen hier was erbauen können. Kohle. Was für eine schöne Riege Kohle. So, hier kann wieder was von oben runterfallen. Aber ich mag die Höhlentouren. Ohne Witz. Da habt ihr mich wieder auf eine gute Idee gebracht, dass ich mal wieder eine Höhlentour machen könnte, weil das ist schon Adrenalin pur. Und vor allem, man bekommt einfach Rohstoffe. Okay, um ehrlich zu sein, wir müssen rohstofftechnisch nicht wirklich am Hungertuch nagen. Aber zwischendurch ist es einfach mal schön. Hier durch so eine Höhle stravenzeln und es macht Minecraft eigentlich noch interessanter, muss man sagen. So, dieses Lied gefällt mir nicht. Oder gefallen tut es mir schon, aber Erlaubtheit technisch ist es halt nur so eine Frage. So, ja, jetzt kann ich ja mittlerweile sagen, beim vorletzten Stream ging es ja ab. Ja, das habt ihr mir auch dann in den Minecraft-Kommentaren dann direkt geschrieben. Das fand ich irgendwie cool, so richtig angebatzt zu werden. Fand ich schon lustig. Ja, vielleicht ist der ein oder andere auch noch hier, dass er hier mein Minecraft-Video anguckt. Der kann ja ruhig mal in die Kommentare schreiben und so ein Hi reinschreiben. Das reicht mir, würde ich gern wissen. War schon brutal. Also, hui, 150 Follower auf einen Sitz waren das. Und die habe ich alle oder möglichst alle vorgelesen, bis ich halt mal kurz pinkeln gegangen bin, weil sonst wäre ich geplatzt. Und das wollte, glaube ich, keiner sehen, dass ich platz oder mir in die Hose mache. Gut, gesehen hätte es ja keiner, dass ich mir in die Hose mache, weil Facecam geht ja nur bis zum Hals und dann ist Schluss. Aber trotzdem, sehr unterhaltsam. Das war dann schon wow. Das war cool. Fand ich cool, fand ich cool. Das ist mal wieder eine Herausforderung, die man sich einfach mal stellen muss. Und das finde ich schön. Und ha, war spaßig. War sehr spaßig. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich stream ja morgen auch wieder. Also nicht euer Morgen, sondern mein Morgen. Und was da so schön ist, wieder passiert. Also, mir gefällt eigentlich jeder Livestream. Das muss man ja sagen. Aber vor allem, weil jeder seinen eigenen Charme hat. Jedes Mal passiert irgendwas anderes. Wie jetzt kommt mir ein Zombie entgegen. Du blöder Hund, du blöder. So, weg mit dir. So, da kam ich her. Da ist schon wieder ein Zombie. Kriegst du aufs Maul. Da ist noch einer. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Ist hier ein Spawner? Oder ist hier einfach nur viel los mit Zombies? Oder habt ihr den einen Zombie sterben gehört und denkt euch, ja, da lauft mal hin, der ist gestorben. Den müssen wir rächen, Geronimo, und laufen in ihren sicheren Tod. Weil unbedingt die beste Taktik haben sie nicht, die Zombies. Die haben sie nicht. Nicht wirklich. Die sind da einfach mal ein bisschen dumm im Kopf. Deswegen wollen sie ja Gehirne. Gehirne. Ja, du bist so blöd, um die in die Lücke zu kommen. Zieh mal die Arme ein, dann kommst du auch rein hier, ne? So kommst du hier nicht rein. So nicht. So nicht, mein Junge. So, hier nochmal eine Fackel. Hier wird alles heute so schnell dunkel. Ich verstehe auch nicht, wieso. Jetzt dachte ich, da steht schon wieder ein Zombie. Jetzt mache ich mal den Kies hier weg. So. Für das bisschen Eisen muss ich schon was mal. Einfach mal. Hä? Bin ich so knapp unter der Decke?
Oh, hier ist Kobbel entstanden. Ist ja cool. Oder den habe ich selber hingesetzt.